Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Sache. Wir fahren mit dem Rheingold eine richtig große Tour bis nach Österreich. Es sind über 7 Szenarien, die wir da spielen werden. Das ist das erste davon. Okay, Hüb. Dann werden wir die Kirmes later beginnen. Rangierfahrt nach Köln Zentralstasse ist frei mit 25. Gibt einige Ansagen, so wie diese. Und wenn ihr jetzt wundert, was war das jetzt für eine Sprache? Das war Niederländisch. Denn eigentlich wären wir mit der BR01 aus den Niederlanden unterwegs gewesen, aber ich habe die jetzt mit Romantic Railroads ausgetauscht, weil einfach das schönere Modell ist und realistischer als wie das von Billboard Graphics. Und ich würde sagen, wir fahren erstmal los. Und es wird eine sehr lange Fahrt werden, aber ich freue mich. Lokwechsel und allem. Hier, Zylinder hier auf. Dann. Okay. Die Leuchtungen machen wir an. Das ist halt brutal laut, ne? Wundert es auch nicht, dass der Tender hier noch leer ist, der wird noch voll. Das ist so ein kleiner Bug. Ah, Dampfloch sind so laut. Ich mach's mal leiser. Und nebenbei muss ich mal das Manual nochmal aufmachen. Ich hätte nämlich jetzt gern den Generator noch an. Blauer, wie ist das ein Ding? Oh. Ah, da, Y. Das heißt, die Triebwerksbeleuchtung müsste jetzt an sein. Und ist ja auch. So eine schöne Lok. Ja, und sorry schon mal für die Frames. Hier in Köln ist es echt schlimm, aber sobald wir draußen sind, ist wieder normal. Aber ich wollte euch das nicht vorenthalten. Ah, das ist ein bisschen zu schnell jetzt. Ah ja, aktiv verbremst. Also gefunden habe ich in Railworks Austria, weil ich wegen Rheingold-Szenario gesucht habe und dann bin ich auf diesen 7-Teiler gestoßen, den die Leute da echt feiern. Aber ich merke schon, im Post-Edit muss ich das viel leiser machen. Okay. Gehen wir mal weg. Das ist unser Rheingold. Boah, es ist hier laut im Bahnhof. Verdammt. Inklusive Anzeige. Finde ich noch ganz cool. Unser Domcar. Echt schön. Deutsche Reichsbahn. Holy smokes! Gehen wir wieder hier rein. Ein bisschen weniger laut. Okay, wir haben auch Innenansichten. Die würden dann so aussehen. Ja, noch ein schönes Modell hier. Teilweise noch viel schlimmere Ansichten. Moin sehen! Natürlich auch hier im Domcar mit der Bar. Vermutlich bald was Gutes zum Füttern. Das ist einmal oben drin. Ah, da war ich jetzt auch gern drin. Und die ganz alten Wagen. Hier Kinderlok.
und für die späteren Zugansagen gleich mal hier rein switchen, weil dann ist es nicht ganz so laut wie bei der Lok. Wenn wir nochmal die Zylinderhähne wieder zumachen. Die sind einfach arschlaut. Muss auch draußen besser sein. Ja. Okay. So, je nachdem, weil es mit der Lautstärke dynamisch anpassen, wo wir halt gerade sind. Ich sehe gerade, die Lichter sind noch falsch. Ein bisschen angespielt habe ich schon, die ersten 10 Minuten. Es muss dann gleich meine Ansage kommen. Designtechnisch von den Texturen her könnte man hier nochmal ein Update bringen. Aber du kannst hier schon mal mehr machen als wie mit der Version von Billboard Graphics. Man kann sogar die Stockschwelle anpassen, wie viel Kohle er da auf einmal reinschmeißt. Ja, ein cooles Detail. Und ich hoffe, vom Wasser her reicht es für die Fahrt. Wir sind halb voll. Von der Kohle auf jeden Fall. Okay. Ich werde hier mal einen kleinen Cut machen, wenn es dann soweit ist, für die Abfahrt. So, da bin ich auch wieder. Wir haben knapp 30 Sekunden noch bis zur Abfahrt. Dann kriegen wir vom Schaffner die Durchsage und dann dürfen wir abdüsen. Die kommt kurz nach Freigabe, dass das Beladen fertig ist. Tschüss, EC. Oh, ich freue mich schon so auf die Fahrt. Das wird super. Köln ist HPE, mal frei mit Fährte. Frei mit Fährte, Abfahrt. Und da ist unser Signal. Wir düsen. Oh, Zylinderhähne. Ganz vergessen. Ich bin ja doch ein bisschen gestanden. Und was noch ist, wir fahren ein bisschen langsamer als geplant. Denn die Originallok, die hat irgendwie Höchstgeschwindigkeit 140, wenn das stimmt. Und die darf aber nur 130. Also da schon mal sorry, wenn wir eine Verspätung haben. Aber es kommt ja auf die Fahrt drauf an. Okay, machen wir die Zylinderhähne wieder zu. Und was ich jetzt noch mal machen werde, ist eine Kombi dafür. Mit M. Oh, wir werden zu schnell. Die Dampers werden wir gerade schon mal öffnen. Damit wir hier mehr Dampf kriegen. Nicht wundern, dass ich das Interface hier komplett offen habe.
Für die Dampfloks ist das einfach so feiner zum Fahren. Okay. Auf der Leitung. Dann mal signaltechnisch aus. Es gab vor dem noch ein kleines Bereitstellungsszenario, aber das ist nicht wirklich spannend gewesen, wo man dann quasi den Zug im Bahnhof reingestellt hat. Das habe ich euch mal erspart. Wir fahren jetzt gerade direkt mit der großen Fahrt an. Der erste von vielen. Bin dann echt gespannt, was auf uns zukommt. Letztes Mal, als ich sowas gemacht habe, war das auf der East Coast Mainline, als ich da die ganze Strecke einmal abgefahren bin. Es waren ein paar Stunden. Meint ihr, das habe ich sogar live streamt? Gibt's auf alle Fälle die ganzen Videos im Kanal. Mein Heizer würde ich jetzt nicht tauschen wollen. So, und wenn wir aus dem Bereich dann draußen sind, also nach Köln Süd müsste die Kurve kommen und dann können wir Gas geben. Größte Geschwindigkeit 130. Würde man jetzt hier die PCB aktivieren, dann wäre der Advanced Mode an, aber das lasse ich jetzt erstmal aus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde des historischen Rheingoldzuges, im Namen des Freundeskreises Eisenbahn Köln e.V. begrüße ich Sie alle sehr herzlich zur ersten Etappe unserer großen Alpenumfahrt. Der FEK hat diese außergewöhnliche Fahrt zusammen mit der österreichischen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte, kurz ÖGE, organisiert. Zu den Einzelheiten der Fahrt erzähle ich Ihnen nach unserem planmäßigen Halt in Bonn, wo noch einige Fahrgäste zusteigen werden, einige Einzelheiten. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, ist unsere Zuglok eine ehemalige DB0110, jetzt im Dienste der Stoomstichting Nederland, der niederländischen Dampfeisenbahn Stuttgart steht. Unsere holländischen Freunde freuen sich, dass sie auch einmal den historischen Rheingold auf der Rheinstrecke führen dürfen. Bei dieser Gelegenheit, tätig um unsere Niederlande zu finden, verharrte den Welcome in diese historisch Rheingold nach Österreich vor der Rote Alpenrund. So, das soll jetzt reichen und ich übergebe an meinen österreichischen Kollegen Sven von der ÖGEC, der auch ein paar Worte an Sie richten wird. Bitte schön, hier hast du das Mikro. Danke, Reinhard, für die Übergabe des Mikrofones. Ich möchte auch alle Herrschaften herzlich begrüßen an Bord unserer historischen Fahrt hier von den Eisenbahnverein Köln und von den niederländischen Kollegen und mit Hilfe der ÖGEG hier vonstatten geht. Das ist die erste organisierte Rheingoldfahrt durch Deutschland, Österreich und dann wieder retour. Wir müssen auch dazu sagen, es ist das erste Mal überhaupt, dass der Rheingold wahrscheinlich österreichischen Boden berührt und ja, die Freude ist natürlich riesengroß, diesen Luxuszug noch hinzuführen. Wir haben auch für Sie in Österreich ein großes Beiprogramm organisiert. Ich werde dir noch mehr darüber erzählen, wenn wir uns der österreichischen Grenze nähern. Bis dahin haben wir auch noch etwas Zeit, im Falle eines Problems mit unserem Fahrzeug noch etwas zu disponieren, als das notwendig sein würde. Deswegen auch erst die näheren Erläuterungen dann zur Grenze. Sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, Sie genießen die Fahrt und ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Zeit hier am Bord des Rheingoldes.
Ja, das war die erste längere Ansage und da hat er eben das mit der Lok kurz erwähnt. Wie gesagt, die habe ich getauscht mit der hier. Aber ich hoffe, da seid ihr mir nicht allzu böse. Ja, schön. Schauen wir mal, ob wir ein paar Scenic Shots hinkriegen. Das Laufgeräusch ist einfach sexy. I'm loving it. So, wir nähern uns auf der Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Dass die Anzeige nicht funktioniert. Billboard Graphics funktioniert die. Aber sieht halt allgemein dann wieder doof aus. Und das ist so Standard Dovetail Games, Dampflok, Geräusch. Nichts Spezielles. Die Tür braucht WD-40. Wow, die zieht Wasser. Heftig. Wenn die Strecke so bleibt, dann werde ich mal die Dämpfer wieder rein tun. Da hat es garantiert einen Hotkey dafür. Wo sind die? Erstmal da mal Shift M. Okay. Also vom Dampfdruck sind wir weitestgehend stabil. Fährt sich gut bis jetzt. Bin mir gar nicht sicher, ist die Triebwerksbeleuchtung eigentlich immer an oder nur so in Bahnhofsnähe zum schön aussehen. Lass mal kurz ausmachen. Ich glaube, es müsste der da sein. Ja, komm, geh aus. Aus. Ja, lass uns mal aus. Wasser wird mal speziell. Also wir bleiben in Bonn und fahren von Bonn dann nach Koblenz. Koblenz ist erst dann erstmal Stopp, wo wir uns dann wieder Kohle und Wasser holen. 18.000 Liter, ne? Schon eine Menge. Wieso gehst du jetzt mit dem Dampf nicht nach oben? 29. Machen wir mal so. Das scheint sie zu mögen. Nach ohne die Blower? Nein. Da muss ich mal wieder nach oben bringen. Moinsen! Ich hoffe, ihr habt eine angenehme Fahrt hier drin. Auch lieber gern hier drinnen drin. For the time being. Gehen wir mal ins Domcar. Da würde ich mir jetzt ein schönes Bier oder einen guten Wein holen. Und ein paar Snacks dazu und die Fahrt genießen. Schaut, dass man nicht auf die Dampflok nach vorn zieht. Verehrte Fahrgäste, die Veranstalter freuen sich, Sie heute auf ein kleines zweites Frühstück mit kölschen bzw. rheinischen Spezialitäten einladen zu können. Unsere Servicekräfte bieten Ihnen gleich folgende Spezialitäten an. Appement mit Öllich, halber Hahn, Solei, Frikadellchen,
Plötz mit Mostert, Fleischwurst mit Mostert, Briefkuchen mit lecker Salm, wo sie bringen, ein Stück Billekuchen und eine Rollmops. Und sicher auch ein Gold vom Pfäffchen und für die Knallharde ohne Kapelle. Greift zu, solange der Vorrat reicht. Und für unsere Niederlandse Rasten haben wir auch ein Butterhamsnei mit Omas Gehacktbrot. Bleib mal kurz hier hinten, damit man es besser hört. Und für unsere österreichischen Freunde wird das nun alles übersetzt. Bitte schön, Sven. Danke, Reinhard, für diese delikate Angelegenheit. Also versuchen wir diese deliziöse Sauerei einmal ins Österreichische zu übersichten. Ja, und man hat ein Mett mit Ölisch. Eine kleine Portion verschiertes mit Zwiebeln auf einer halben Zwiebel. Oder Mettwurst. Ja, so, gell? Dann nochmal eine halbe Hahn. Eine halbe Roggensemmel mit mittelalten holländischen Gouda-Käse garniert mit Gurkel, Cocktail Paradise als wie immer richtig schwarzen von Stiefeln von Radieser-Solei. Oder das Radieser-Solei ist ein starker Kochsalz, das ist ein eingelegtes, halbgekochtes Ei. Nur das ist das nochmal wisst, gell? Ja, heute wissen das nicht. Frikadellchen, haben wir verschierte Leibchen, das wäre ja fast schon klar gewesen, gell? Dann haben wir Flünz mit Mustard, das wäre Blunzen mit einem schwarzen Senf. Dann haben wir Fleischwurst mit Mustard. Dann haben wir extra Wurst vom Ring mit scharfem Senf. Eine Riefkoche mit lecker Salm aus dem Ring. Das sind Erdäpfel, Krapfen mit Lachs aus dem Rhein. Gell? Oder aus dem Rhein. Jetzt fange ich dann auch schon an, da Niederdeutsch zu reden. Das ist nicht so gut. Gell? Dann haben wir ein Stück Billekoch. Das ist ein Erdäpfel-Palatschink mit Zwiebeln und Speck. Eine Rollmops. Das eingelagerte Hering aus dem Salzwasser, das kennen wir natürlich auch, ein Rollmops. Ich gerne zum Katern oder zum Entkatern noch ausgiebigen Besäufnis in Tirol, wenn wir so sagen würden, gell. Haben wir Kölsch, helles obergäriges Bier von der Brauerei Pfäffgen, also eigentlich ein Weizen. Dann haben wir eine Knallharte oder Knallharten. Haben wir Cabernet ausgesprochen, leckerer Kräuterlikör, gell, mit 40% Volumenprozent, ja. Ist jetzt nicht so stark wie unser Strohrum, der hat ja 80%, aber ich glaube, das kann man auch trinken, das ist schon in Ordnung, gell. Ja. Ich denke soweit, haben wir das dann reinhaut, dann übergebe ich wieder an die Fall, gell. Ist das geil? Diese Ansagen. Nice, ich hoffe, da kommt noch mehr. Gut, bis jetzt waren wir wirklich dabei. Und so Lok geht's auch gut. Aber oh, die schluckt unendlich viel Wasser. Ja, mit der Regen ein bisschen zurück. Schauen wir mal, ob wir bei der Geschwindigkeit bleiben. Scheint ganz gut zu halten, die Geschwindigkeit. Da braucht man halt nicht ganz so viel. So eine schöne Garnitur von 3D zu. Ich glaube, ich mal das ganze Band geholt, wo alle drei drin sind. Ursprungsvariante, dann gab es um die 1960er die Variante und die TE-Variante. Ups. Kommst du da jetzt so? Irgendwas stimmt ja nicht. Gefällt mir jetzt aber nicht so. So, die Zylinder hier noch mal ganz kurz offen haben. Damit ist er auch noch nicht glücklich. Ich weiß jetzt nicht, warum der da so komisch dampft.
parallel mal gucken. Denn so ein Dämpfer. Dämpfer könnte man eigentlich mal wieder zumachen. Shift M. Ist zu. Und dann schauen wir mal. Ejectivity Train Brake Generator. Na, das ist nicht. Ist die zum Anmachen? Water Transfer Blower, Vista. Stocking Rate, Fire Door. Meine Damen und Herren, liebe Fahrgäste, in ein paar Minuten werden wir kurz in Bonn anhalten, um noch ein paar Fahrgäste aufzunehmen, die in Bonn zusteigen wollten. Bitte steigen Sie nicht aus. Vielen Dank. Alles klar. Ich habe das Ganze übersehen, dass es hier nur noch 3 Kilometer sind. Das Manual sagt mir gerade nicht, warum das Suitblower. Ah. Ich kann es mir gerade echt nicht erklären. Gehen wir mal runter mit der Leistung. Oh. Wir sollten in bremsen. Bonn HP2 mit Söster. In Bonn mit Söster. Warum ist jetzt die PCB-Warnung angegangen? Also, ja, ich weiß, warum es angegangen ist, aber ich habe die PCB gar nicht angemacht. Deswegen meine ich. Das ist jetzt 60. Okay, währenddessen können wir uns mal um das Wasser kümmern wieder. Ich verstehe das nicht. Parallel noch immer am gucken. Nee, ich find's gerade nicht. Such die schnell näher. Müsste jetzt die Cut-Off wird's ja auch nicht sein. Eutritt Bonn HP2 mit Söster. Eutritt Bonn mit Söster. Und Einfahrt. Also mal so Gier geben. Macht Platz, der schönste Zug kommt rein. Ich finde es ja noch spannend, dass sie jetzt das TEE-Programm wieder aktivieren wollen. Es könnte noch ein paar interessante Strecken geben. Moinsen! Frankfurt. Oh, scheiße. Ich habe überfüllt. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Ah, fuck. Wird sich bestimmt noch rechnen. Ah, rechnen, so, nicht rechnen. Oh, wir sind pünktlich. Ja, einsteigen bitte. Hier machen wir mal auf. Und jetzt wollen wir mal kurz nach außen gehen. Was steht denn da? Achso, ja, doch. Koblenz und von Koblenz dann weiter nach Frankfurt. Und der Postgepäckwagen. Mit nichts drin. Moin Leute, fahrt's mal mit.
Auf. Ein Grund. Basel, Mannheim, Köln, Duisburg. Okay, das stimmt nicht. Und ICE? Bei denen steht ja nichts mehr. Finde ich genauso schön, wenn man hier so durchgeht. Tatsache. Privatabteile. Zweimal. Und was haben wir hier? 49 nach Euskirchen. Hält an allen Stationen. Ich muss ja einen Zug, der gerade weggefahren ist. Lok, warum bist du so laut? Bleib mal hier drin. Weniger laut. Wasser halb voll. Ja, dann kann ich das mal kurz nutzen. Feedpump. Digital Activated Diamant has to be set. Water Feedpump. Was von dann? Bla bla bla. Oh, mit Z kann man beim Tender so Maintenance Hatches aufmachen. Okay. Zünderbox einfach nur mit C auf und zu machen. Gerade mal testen. Jetzt so semi. Achso, nur einmal mal kurz klicken. Also so ist offen. So ist zu. Ich lasse aber offen. So, dann haben wir um 10.23 Uhr Koblenz. Also nicht allzu lange Fahrt. Signal ist grün. Dann können wir gerade direkt losfahren. Ich werde aber auch hier nochmal warten, bis wir hier die Freigabe durch den Schaffner gekriegt haben. War die Pfeife. Sagst du jetzt auch nochmal was? Gut. Okay. Na dann, diesmal. Das ist jetzt echt ungeil, dass man da mit 103 Wasser hat. Irgendwas ist definitiv nicht in Ordnung, wenn es hier so macht. Ja, es gibt noch dieses Emergency-Ding, stop your train. This, when you're about to stop your train on the platform ahead, you're not able to cross radio, you'll be able to stop. Okay. Wieder weniger. Ja. Nur wegen der Fahrgeschwindigkeit. Warte ich mal wieder auf Geschwindigkeit. Nachdem wohl alle Fahrgäste zugestiegen sind, auf diesen ein herzliches Willkommen an Bord. Wenn dieser Zug nicht vollständig ist, ein paar Reisehinweise für euch. Der nächste Halt wird Koblenz sein. Doch da haben wir für Sie eine Pause von ca. 3,5 Stunden eingeplant. Sofern Sie unseren Ausflug mitgebucht haben, werden wir zunächst mit der Seilbahn die Feste Ehrenbreitstein erkunden. Dort haben wir eine Führung organisiert, die ca. 1,5 Stunden dauern wird. Anschließend fahren wir mit der Seilbahn wieder zurück und besuchen das Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck. Am Deutschen Eck
dem Zusammenfluss von Mosel und Rhein, haben Sie die Möglichkeit zu einem Mittagessen. Es gibt dort einen tollen Selbstbedienungsbiergarten, direkt an der Mosel. Sie können natürlich auch entlang der Promenade verschiedene Restaurants, Cafés oder Eisdielen besuchen. Wir haben nichts für Sie vorbestellt, weil wir ja unser ausgiebiges zweites Frühstück offeriert hatten und vielleicht einige Fahrgäste heute Mittag gar nichts essen wollen. Um 14 Uhr fährt unser Zug von Koblenz Hauptbahnhof. Bitte seien Sie pünktlich wieder da. Weiter mit einem kurzen Halt in Mainz Hauptbahnhof zum Ziel unserer ersten Tagesetappe Frankfurt am Main. Dort werden wir in unserem Hotel Inside bei Melia, Frankfurt Ostend, heute Abend das im Reisepreis eingeschlossene Gala-Diner gemeinsam einnehmen. Nähere Hinweise hierzu gebe ich Ihnen nach unserem Halt in Mainz. Ich glaube, wir haben für Sie etwas Tolles vorbereitet. Selbstverständlich steht Ihnen auch unser Restaurantwagen sowie unser am Platz-Service mit einer reichhaltigen Auswahl an heißen und kalten Getränken, alkoholfrei und alkoholhaltig, sowie mit leckeren Snacks und Süßigkeiten gerne zur Verfügung. So, und nun wünschen wir Ihnen und uns eine gute Fahrt und eine angenehme Reise. Okay, dann kann ich wieder zur Lok gehen. Das ist weniger laut. Hier war es weniger laut. Die Lok werden wir noch bis Frankfurt haben. Das ist dann das zweite Teil vom Szenario. Und in Frankfurt gibt es einen Lokwechsel. Weiß aber noch nicht, welche Lok wir da haben werden. Aber bis Frankfurt fahren wir mit der mal. Höchstgeschwindigkeit. Panoramic Shots. Dann, dass ich manuell mal irgendwo nach vorne gehe. Also sie, stellen wir uns mal hier hin. Ja, schön. Achtung, Zugdurchfahrt. Steht es sogar da? Ah ja, Zugdurchfahrt. Cool. Moin, Kollege. Der dürfte jetzt überholt werden, so wie das aussieht. Kommt ein Rieger oder Intercity gerade als nächstes? Würde ich jetzt mal vermuten. Wir haben schöne grüne Welle. So lobe ich mir das. 50 Kilometer. So, ich meine, die Dampers können wir wieder reinmachen. Okay. Boah, das mit dem Wasser, was die zieht, ey. Moin, Kollege. Interessante Lackierung, was du da hast. Hm, 40, 30, die Einstellung passt eigentlich ganz gut. Aber davor kommt wieder 100. Dürfte man langsamer werden. Und die Seilbahn habe ich jetzt gerade mal recherchiert da in Koblenz. Sieht doch echt cool aus. Coole Schlossanlage, was es da hat. Verstehe ich schon, warum die da hingehen wollen. Mit dem Regulator gehen wir mal ein bisschen nach unten. Du, ach, ein Regio. Regio überholt er.
paar hundert. Und nach Rolands Eck. Im zweiten Teil werden wir vielleicht doch mal versuchen, ob ich den Rail Driver anschließen kann. Jetzt ist es mit der Bremse ein bisschen angenehmer. Schauen wir mal die Geschwindigkeit. Na, wir werden zu schneller. 10% vielleicht. Prozent schaut ganz gut aus. Nehmen wir beides wieder. Nach hinten gehen. Das ist die Dampfheizung, die da an ist. Schöne Gegend. Nicht so schönes Schiff. Das ist mir persönlich zu modern. Aber ist ja alles Geschmackssache. So eine Schönheit. Wäre vermutlich auch eine Tour, wo Eisenbahnromantik mit dabei wäre. Wenn sie sowas in echt machen würden, also diese Tour. Ist ja geil. Macht ihr das durchgehen, wenn ich das anlasse? Wohin? Mit dir bin ich auch schon mal gefahren. TSW 2. Eine Marine hier. Neue Häuser, so wie es aussieht. Eigentlich einmal angehalten. Wenn man so die Zeit anschaut, werden wir vermutlich bis Koblenz grüne Welle haben. Ich hoffe mal, das bleibt nicht immer so. Er tut ja hier doch ein bisschen die Strecke blockieren. Also zumindest geschwindigkeitstechnisch. Mit unseren 130. Vegetationsupdate wird hier nicht schaden. Frachter. Ihr zwei habt ein Problem da hinten. Gerade wenn er so in die Kurven reinfahrt, das sieht halt schon schön aus. Schon ein bisschen Augenkrone. Und was für ein fetter Güterzug da hinten. Moin, Kollege. Der wäre vermutlich auch lieber bei uns drin. Vorsignal habe ich immer so einen Schreckmoment, dass die gelb anzeigen, wenn sie dann hier ungefähr sind, weil die halt schon umgeschalten haben, weil wir vorne über Signal sind. Da hinten wieder 160.
Besser als gedacht. Ich denke mal nur zum Vergleich, weil ich Teil 2 mit der Original-Lok fahren. Einfach nur, dass ihr den Unterschied seht und hört. Ich finde die zweite, also die Original-Lok einfach nicht so geil. Könnt ihr mir dann in die Kommentare schreiben beim zweiten Video, welche Lok denn dann besser ist. Und moin! Was aber nicht für uns, ja doch, wir haben Freifahrt. Unterstützen hier, aber da nicht zu tief kommen. Handbuch steht sogar drin, es ist eine Kesselexplosion simuliert, für den Fall, dass man zu wenig Wasser drin hätte. Sache. Ja, lass mal noch ein bisschen blasen hier. Das ist ja zu viel Wasser. Warte, dass es beim Zylinder da so ein bisschen rausspackt auf der rechten Seite. Was wieder aufgehört. Finde ich nicht so cool. Eventuell fahren wir mit einer leichten Verspätung rein. Da kommt es jetzt auch nicht drauf an. Das meine ich. Vor allem schräg, dass es nur auf einer Seite ist. Ach ja. Koblenz selber bin ich auch schon lange nicht mehr gewesen. Ich würde sagen mindestens 10 Jahre, als ich das letzte Mal war. Aber echt schöne Stadt. Alle Schloss habe ich mir noch nie in echt angeschaut. 30 Kilometer. Panoramic Shots. Wir essen erstmal einen Kaffee. Ich glaube, in der Ursprungsvariante vom Orient Express, was ja auch als Set gibt, da hörst du hier noch Musik hier drin. Oh, du hast Spaß. Ich hoffe es mal. Warum müssen die Figuren einen immer angucken? Gut, sie macht es nicht, aber die anderen. Nee, nee. Ich würde mich hier aufhalten. Hier und da oben. Ich bin mir gar nicht sicher, wie es im
wer echt fahrt, ist, ob das hier fixe Plätze sind, die man reservieren muss. Oder ob man halt ab und zu halt hier hingeht zum Essen und dann geht man halt wieder. Aber das ist eher so nach, hier gehst du hin zum Futtern und dann gehst du wieder zurück. Aber wenn es jemand weiß, gerne sagen. Schön ruhig hier hinten. War jetzt ein bisschen blöd, weil ich halt die Signale nicht sehe. Ich vertraue einfach mal drauf, dass jetzt nichts Schlimmes passiert. Okay, gehen wir wieder nach vorne. Oh, die Ludmilla. Moin. Der Ludmilla ohne Ludmilla Sound. Es ist schräg, dass es da einfach mal so hinploppt. Ich habe eigentlich die Draw-Distanz aufs Maximale gestellt. Bisschen unschön, wenn es das tut. Da hinten genau das gleiche. Alter Kran. Eigentlich nach vorne gucken. Aber nach wie vor grüne Welle. Da auch hin. Schienebus! Nice! Ja. Oh. Verdeckt. Schienebus könnten wir auch mal wieder fahren. Ciao, Schienebus. Hier sind alles gut. Ich will mal ganz kurz kicken. Mal hier mit der Refill machen, wo die eine Strecke dahin geht. Die geht nirgends weit. Das ist einfach nur Zerde. Okay. Autofahrer noch was zum Gucken, wenn so ein schöner Rheingold vorbei donnert. Okay, was hat das Auto da gerade gemacht? Mit die witzigsten Sachen hier in dem Spiel. Ich habe jetzt gerade so einen Sinn kommt. Ich habe, bevor ich das Szenario gestartet habe, mir die Doku angeschaut über die Eisenbahngeschichte in England. Und da war halt unter anderem das Thema, dass als die British Railways die Dampfloks einzogen hat, also auf Diesel umgestellt haben, dann haben sie hier die Embankments nicht mehr so gepflegt. Sprich, die ganzen Gebüsche sind wieder nachgekommen. Und wenn dann halt doch dann eine Dampflok mal durchgefahren ist, hat es passieren können, dass du halt einen Brand hast, wegen der Kohle. Und jetzt die Frage, wie ist das bei der DB und auch bei der ÖBB? Wenn du jetzt Dampfsonderzug hast, fährst du gerade mit einem anderen Zug hinterher, um zu schauen, dass hier nichts brennt? Oder, oh, wir sind zu schnell. Oder darf ich grundsätzlich eh nur da fahren, so wie hier, wo hier erstmal nichts brennen kann? Mal zu bremsen. Bremsgeräusch. Die Bremsen auch animiert. Mal kurz hingucken. Oh, sind sie? Cool. Das ist eine Seltenheit. Muss ich mir dann im Bahnhof nochmal im Detail angucken mit den Bremsen. Ist jetzt bei der Fahrt ein bisschen doof.
Lenkung und dann können wir schon wieder Gas geben. Da haben wir einen kleinen Diesel-Lok. Moin moin! Na gut, hat ein bisschen was zum Rangieren da. Dampftrag. Bisschen mehr Schmackes bitte. Zugdurchfahrt auf dem Gleis. Oh, noch ein Schienenbus. Oh, das ist einer dieser Wartungsdinger. Mein Standhaltungsteil, aber ich glaube, die fahren jetzt ja auch nicht mehr. Moin, Kollege. Alles super auf der Strecke. Ich bin noch froh, wenn ich dann endlich ankomme. Das Ding mit solchen langen Zugfahrten ist halt die Unterhaltung. Ne? Also vor allem bei mir, dass ich halt was zu quatschen habe. Je länger so Fahrten sind, umso mehr muss der halt irgendwo quatschen. Und mir geht dann irgendwann ein Gesprächsthema aus. Ja, aber das ist eben quasi ja für mich und quatscht dann nicht. Aber ich hatte ja meine Umfrage gemacht, ob ich nicht mal so Szenarien hochlade, die fahre, wo ich nicht sehr viel quatsch. Und dazu mal geißen, ja, was soll ich mal machen? Also wo ich einfach nur ab und zu mal reinquatsche und nicht durchgehend. Ich glaube, das. Ich mache das sogar mit der nächsten Rheingold-Episode. Okay, Wasser ist wieder low. Ich habe 2000 Liter verbraucht. Schon mal heftig. Auch ein blöder Gedanke, aber wie ist das eigentlich mit dem Kalk in der Dampflokomotive? Ich meine, das Wasser ist ja kalkhaltig und irgendwann werden meine ganzen Rohre dicht, wie ein Kalk meine Dampflokomotive. Supermarkt gehen, eine Kalkerlösung kaufen und einmal rein in den Tender und den Kessel. Das sieht aus wie so ein AKW-Kühlturm. Aber ich glaube nicht, dass das ein AKW ist hier. Ich meine, in Deutschland ist alles möglich, aber entsprechend eine Eisenbahnanlage hier. Okay. Kein Plan, was es da ist. Ja, vielleicht ein Kohlekraftwerk. Moin, Kollege. Ein Intercity. Ein bisschen Industrie hier. So, 9 Kilometer noch und dann müssen wir sie abstellen. Also Kohle fassen. Aber sind eigentlich ganz gute Dinge. Und wir könnten. Ich glaube, ich könnte nur bis Frankfurt weiterfahren. Kann man das eigentlich hier lesen?
Also meine Triebwerksbeleuchtung wieder anmachen. Mit den Koblenz auch was zum Gucken haben. Wir sind hier. Was ist jetzt für ein Geräusch? Egal, jetzt kommt vielleicht eine Anzeige oder so. Meine Damen und Herren, in ein paar Minuten erreichen wir Kurgans Hauptbahnhof an Gleis 5. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Wer den Besuch der Feste Ehrenbreitstein gebucht hat, wartet bitte auf dem Bahnhofsvorplatz. Wir gehen dann gemeinsam zur Seilbahnstation. Das ist ein Fußweg von ungefähr 25 Minuten, ca. 2 Kilometer. Der Bus braucht auch 18 bis 22 Minuten, das lohnt sich also kaum. Alle anderen, viel Spaß in Koblenz und bitte spätestens um 13.45 Uhr wieder am Bahnsteig 5 sein. Wir können leider nicht auf die Nachzügler warten, da der Fahrplan im Rheintal ziemlich eng ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Vergnügen. Ja, ich weiß schon mal, was ich tun würde, mit dem Bus fahren. Einfach weil ich faul bin. So, werd mal langsamer, bitte. Grün. Dann haben wir es gleich mal geschafft. Ich dachte schon, das wäre jetzt schon unser Bahnsteig gewesen. Wie sie dann gesehen haben, Koblenz Witzel. Das passt nicht so ganz. Sein, dass wir jetzt so eine Beschränkung vielleicht kriegen vor der Einfahrt. Wer weiß, je nachdem muss uns hinschicken. Okay. Keine Ahnung, was du gesagt hast. Auf alle Fälle müssen wir langsamer werden. Jetzt ist da echt ein rotes Signal. Allererste. Dürfte aber nicht lang rot bleiben, so wie der Fahrplan aussieht. Tatsache.
Lasst uns die Lumpen nicht rein. Coole Lackierung. Junge, du stehst da viel zu nahe dran. Aber ich kann es verstehen, ist eine schöne Look. Okay. Da kann ich mir das jetzt mal mit den Bremsen mal angucken. Wo war das? Hier. Also, tun wir mal kurz lösen. Ja, da, Tatsache. Coole Sache. Und das ist Koblenz. Wo ist die Seilbahn eigentlich? Ist die hier nachgestellt? Sehe ich zumindest nicht. Dürfen wir nicht weiter? Center Player, gucken wir mal. Weil da vermutlich nur irgendwas kreuzt. Postgebäude da sein, Rental von den Auffahrten her. Sieht bei uns so ähnlich aus, wo es dann oben die Lampen hast. Ach komm, fahr ins Leiter, lass mich rein. So kurz vom Ziel. Ich fahr dann eh weg. Nichts los da vorne. Der Kollege. Der fährt jetzt bestimmt hier so. Und dann da rein. Dieser Lümmel. Aber auch hier keine Seilbahn. Nur weil ich jetzt mal so geguckt habe. Ah. Moin sehen. Und ciao. Ja, Einfahrt. Los geht's. Ah, bleibt sogar hier stehen. Wohin fährst denn du? Bonn, Bad Godesberg? Denn jetzt schon wieder? Hä, was zum Teufel? Warum bin ich jetzt? Kein Fleck. Sie seien für mich nicht stellbar, hä? Au! Was war denn das jetzt? Warum bin ich jetzt auf einmal in den anderen Zug drin gewesen? Okay! Alles klar! Schräg! Sehr, sehr schräg. Ah, okay, da ist dann die Befüllung hier unten. Moin sehen! Dieser Zug endet hier temporär. Auch so. FKUIG, Sonderzug. Wir haben Verspätung.
Es wird mir vermutlich nicht abticken, dass ich jetzt so zu spät bin. 25 wäre die Abfahrt gewesen. Ja, da müssen wir schon sehr sportlich reinfahren. Okay, steckt's mal aus, Leute. Also das Schloss sieht ganz leicht anders aus als wie da. 2 Kilometer Fußweg. Also ja, die Seilbahn ist hier nicht nachgestellt. Müsste man ja von hier sehen können. Ah ja, Details. Hat man ja bei der Strecke, als wir da nach Rosenheim gefahren sind, ja genau das gleiche. Mit Kufstein. Falls ihr die Folge gesehen habt, die vor der rausgekommen ist. Wenn ich so hochlade. Manchmal ändere ich das noch. Ah. Da hinten steht auch noch was Altes. Lass uns das mal kurz angucken. Ja, die Bundespost. Einsam und allein mit nichts drin. Okay. Ansonsten haben wir da noch was Historisches. Intercity-Wagen. Interessant. Gefährt. Und ansonsten. Coole Lackierung. Und now müssen wir noch ein bisschen Wasser beifüllen. Kijk, de Brandweer ist auch da. Red Deutsch mit mir, ich verstehe dich nicht. Außer irgendwie sie klungen mit Kohle fassen. Wollte es so komisch am Anfang. Ja, aber overall halt immer noch der geilere Sound als wie bei der eigentlichen Lok. Jetzt dann in der nächsten Episode sehen. Ist jetzt glaube ich auch schon von 2014. Immer das jüngste Modell. Bin mal gespannt, ob es da irgendwie ein Feuerwehrauto oder so hingestellt haben zum Beladen. Ich glaube nicht, dass es in Koblenz noch eine Bekohlungsanlage gibt. Schrägstrich Wasserkran. Ah, da hinten, da steht was. Das ist es vermutlich. Hey Hü, sie haben noch einen Trecker mit einem Wattanhänger. Ich hoffe, da der ist rein hier hin. Also Trecker mit irgendeinem Anhänger, das habe ich verstanden, aber ich weiß nicht, auf was sie da jetzt gerade gekauft haben. Geil. Reicht das jetzt schon? Nö. Müssen wir noch ein bisschen weiterfahren. Vermutlich parallel zum Tender. Was war so? Ah ja, jetzt. Okay, geil. Ah, oh, das ist auch wieder so mega laut. Gehen wir hier mal weg. Also liebe Leute, das soll es gewesen sein, der erste Teil von vielen, also 6 Teile kommen noch und mal schauen wie das wird, hoffentlich hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal hier beim Rheingold mit Bravura.